Willkommen bei Schlesienjournal. Heute begeben wir uns nach Trebnitz, das am 13. November das Ziel der letzten Wallfahrt der deutschen Minderheit in diesem Jahr war. Zum gemeinsamen Gebet auf Deutsch hatten der Verband der deutschen Gesellschaften in Polen und die Seelsorge der nationalen und ethnischen Minderheiten des Bistums Oppeln eingeladen. So sollte die Tradition der Pilgerfahrten der Deutschen zum Sanktuarium der heiligen Hedwig nach Trebnitz wiederbelebt werden. Deutsche aus Ober- und Niederschlesien pilgerten nach Trebnitz, um dort gemeinsam auf Deutsch zu beten. Dort, wo man Deutsch sprechen kann und Deutsch singen kann. Maria Hilf ist auch so schön. Dort fahre ich jedes Jahr das. 24. Mal war ich gewesen. Von Kindheit an sind wir immer einmal im Jahr nach Trebnitz zur Heiligen Hedwig gefahren. Das ist unsere Patronin des Schlesierlandes. Einmal nach Allendorf am Geschütze und einmal nach Trebnitz. Und ich freue mich, dass der Verband VDG jetzt das wieder aufgenommen hat und seit einigen Jahren die Pilgerfahrt zur Heiligen Hedwig stattfindet. Nach St. Annaberg, Warta, Albendorf und Maria Hilf in Tschechien wurde Trebnitz im Jahr 2019 zum 5. Zielort der Wallfahrten der deutschen Minderheit bestimmt. Ein paar Personen hatten schon das Verlangen, dass wir auch nach Trebnitz pilgern. Vor allem unser Vorsitzender hat mal so vorgeschlagen, wenn wir zu den anderen Wallfahrtsorten fahren, warum wir auch nicht nach Trebnitz fahren. Und vor 2 Jahren haben wir angefangen mit der Pilgerfahrt hierher. Damals waren wir, ich weiß gar nicht mehr, 6, 7 oder 10 Busse. Letztes Jahr konnten wir nicht aus bekannten Gründen hierher nicht kommen. Und dieses Jahr wollten wir das wiederholen, was wir vor 2 Jahren gemacht haben. Und wir denken, dass wir uns regelmäßig hier treffen werden. Einen so großen Ansturm von Pilgern wie noch 2019 gab es in Trebnitz dieses Mal nicht. Was verständlich ist, wie der VDG und die Minderheitenseelsorge wissen. Wir sind zufrieden, dass trotzdem noch so viele Personen daran interessiert sind, zu den Pilgerorten zu kommen und um zu beten. Die Menschen, die waren, die haben doch ein Zeichen gesetzt. Das heißt, es ist schwer, wir sind weniger, aber die Anliegen und die Intentionen, in denen wir dort gebetet haben, und auch das Persönliche, die persönliche Hingabe und Hinwendung zu Gott, sie hat schon eine große Rolle gespielt. Und was wir bemerkt haben, es machten sich auch junge Leute auf den Weg. Letztes Jahr haben die Organisatoren aus Sicherheitsgründen für die Pilger die Wallfahrten online übertragen. Nur wenige der geplanten Pilgerreisen haben stattgefunden. Zu Hause zu bleiben galt als die sicherste Variante. Die Einsamkeit hat uns eingeholt. Und das war doch traurig. Ist nur bis heute etwas hängen geblieben. Dieses Jahr war es aber wieder möglich, die Wallfahrten durchzuführen. Und die Pilger nahmen den Weg zu den Wallfahrtsorten nur zu gern auf sich. Denn das Pilgern liege in der Natur des Menschen, sagte Pater Marian Arndt bereits im August in Albendorf. Pilgern und eine Wallfahrt, das ist immer eine gemeinsame Wanderung. Man ist gemeinsam unterwegs. Und das verbindet, das bildet, das entwickelt eine Gemeinschaft. Und das ist sehr wichtig, auch in dem kirchlichen Gefühl. Kirche ist auch eine Gemeinschaft, die unterwegs ist. Ja. Die Menschen spüren das, dass wir in so einer Gemeinsamkeit sind, dass wir gemeinsam was machen und für einen guten Zweck. Und der religiöse Teil ist doch noch für viele wichtig. Ich denke, wir müssen das tun, einmal für unsere Verstorbenen zu beten, aber auch für uns, die wir in der deutschen Minderheit aktiv sind, arbeiten, damit wir Kraft für die weitere Tätigkeit haben. Die heilige Hedwig hat zu ihren Lebzeiten Hospitäler als ein Netz der Hilfe für Arme und Kranke aufgebaut. So wurde sie nicht nur zu Schutzpatronin Schlesiens, sondern auch der Kranken. Während der Wallfahrtsmesse in Trebnitz wurden an die heilige Hedwig also vor allem Bitten um Gesundheit und die Überwindung der Pandemie formuliert. Doch nicht nur das. Um die Heilung des Leibes wurde sehr viel gebetet durch die Fürsprache der heiligen Hedwig. Ferner ist es auch um den gesunden Glauben. Denn das war eine Frau des gesunden, ausgewogenen Glaubens. Sie konnte so viel als Frau in der damaligen Zeit bewegen, dass
Davon träumen heute die Damen, die sich in verschiedenen Bewegungen engagieren, um auf die Rolle und die Würde, aber auch auf die Möglichkeiten der Frau aufmerksam zu machen. Das hat die Kirche immer gemacht. Wir bewundern eine Frau. Das ist nicht Frauenfeindlichkeit, die uns oft untergestellt wird. Ja? Auf keinen Fall. Der Verband Deutscher Gesellschaften versucht bei jeder Wallfahrt auch einen kulturellen Teil mit einzubauen. Nach der Heiligen Messe in Trebnitz begaben sich die Pilger auf Einladung der Deutschen Sozialkulturellen Gesellschaft in Breslau nach Großnedlitz zum dortigen deutschen Soldatenfriedhof, wo umgebettete Gefallene des Zweiten Weltkrieges begraben liegen. Der arme Mann zweimal gefallen war. Zum einen, weil er getötet hat, dann ist er tief gefallen in den Abgrund der Unmenschlichkeit. Und das Zweite, er ist selbst gefallen, unnützig. Auf ihn haben die Geschwister, hat die Ehefrau, haben die Kinder gewartet und er ist nicht zurückgekommen. Auf dem Soldatenfriedhof wurde bereits am Vortag des Volkstrauertages an alle Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft erinnert. Die Versammelten beteten um Frieden. Die nächsten Wallfahrten der deutschen Minderheit sind für das kommende Jahr geplant. Der Auftakt findet traditionell am 1. Juni-Sonntag auf dem St. Annaberg statt. Und nun die Infos im Schlesien-Journal. Am 31. Oktober 1866 wurde auf Schloss Meerhowitz Eva von Thiele-Winkler geboren. Sie widmete ihr Leben der Hilfe von Menschen in ihrer oberschlesischen Heimat, die in Armut und Not geraten sind. Um die Jahrhundertwende hat Eva von Thiele-Winkler, auch Mutter Eva genannt, eines der größten Werke der Barmherzigkeit in Mittel- und Osteuropa geschaffen. In dem von ihr gegründeten Friedenshort hat sie sich um Arme, Waisen, Obdachlose und Verlassene gekümmert. Das materielle und geistliche Erbe Mutter Evas versucht die evangelisch-augsburgische Gemeinde aus Beuthen-Meerhowitz zu bewahren. Musimy też pamiętać o tym, że kiedy Ewa zaczynała swoją działalność czy swoje dzieło, zupełnie inaczej wyglądała pomoc społeczna. Tak? Kościoły czy organizacje zajmowały się pomocą dla drugiego człowieka. Dziś w dużym stopniu to jest obowiązek własny gminy czy państwa. Natomiast w takim zakresie, jaki dzisiaj jest możliwy, kontynuujemy to dzieło poprzez prowadzenie czy to domu opieki, czy nowy projekt, który ruszy lada moment, mieszkania wspomagane dla osób potrzebujących, ale też praca z dziećmi. To jest jeden z najważniejszych aspektów od chyba 10 lat. Hier in Meerhowitz in der Matka-Ewa-Straße 1 steht auch ein kleines Holzhaus von Mutter Eva, in das sie damals gezogen ist. Heute ist das Haus ein Museum, das man nach Voranmeldung bei der evangelisch-augsburgischen Pfarrei in Meerhowitz besichtigen kann. Auf Erwachsene warten auch Vorträge, auf Kindergruppen ein Theaterstück, das vom Leben und Werk Mutter Evas handelt. Von erster Güte, Bildhauer und ihr Werk in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Oberschlesien, so heißt eine Ausstellung in der Gleiwitzer Villa Caro. Gezeigt werden Skulpturen oberschlesischer Künstler, aber auch solcher, die aus anderen Regionen nach Schlesien kamen und hier gewirkt haben. In Oberschlesien des einsetzenden 20. Jahrhunderts konnten sich die Künstler besonders entfalten, denn hier fanden sie unter den Industriemagnaten schnelle Kunstmäzene. Tutaj przecież był ogromny przemysł. Była możliwość pozyskiwania zamówień od dyrektorów wielkich spółek, jak na przykład Kolej Górnośląska, której dyrektorem przez jakiś czas był Otto Nitt i on następnie jest tutaj wyrzeźbiony przez Kurta Bimlera. Była cała masa takich możliwości, które stwarzał wielki biznes, wielki przemysł. Viele der präsentierten Objekte werden erstmalig einem breiten polnischen Publikum gezeigt. Einige mussten jahrzehntelang in Museumslagern auf ihre Wiederentdeckung warten. So zum Beispiel die Arbeiten des Beuteners Thomas Myrtek. To, co zostało po Myrtku, świadczy o tym, że był to wielki talent, że była to niesamowita indywidualność. Rzeźby, które mamy tutaj z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, rzeźby architektoniczne, pokazują jego wielką biegłość w kamieniu. On rzeźbił od razu. Nie potrzebował jakichś rysunków przygotowawczych. Miał znakomitą, wielką łatwość wykonywania rzeźb w tej technice takiej non finito, czyli wyłaniania się postaci z kamienia. Das Werk von Thomas Myrtek kann man in Gleiwitz auch im Freien studieren, zum Beispiel am Eingang des städtischen Kulturzentrums. Das Erkunden der Plastiken im Stadtbild gehört zum Programm der Ausstellung. Das Museum ist dabei, einen Oberschlesienführer herauszugeben,
auf den Spuren der in der Schau präsentierten Bildhauer. Weihnachten steht vor der Tür und der Bund der Jugend der deutschen Minderheit, kurz BJDM, lädt zu einem Weihnachtsliederwettbewerb ein. Dieser richtet sich an Kinder und Jugendliche, die gern auf Deutsch singen. Die Aufgabe der Teilnehmer besteht darin, ein deutsches Weihnachtslied auszuwählen und dann eine eigene Vorführung davon auf Video aufzunehmen. Die Aufnahme soll man dann an den BJDM schicken. Die Anmeldefrist läuft noch bis zum 26. November. Weitere Informationen und den Link zum Anmeldeformular finden Sie auf dem Facebook-Profil des BJDM. Auf die Gewinner warten tolle Sachpreise. Außerdem werden die Gewinner am 5. Dezember beim Weihnachtsmarkt des Bundes in Oppel auftreten. Damit sind wir am Ende der Sendung. Uns gibt es wieder in einer Woche. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.